Okay, gehen wir's an. Als Oktoberfest getarnt, hat Hannes Kartnick rund 200 Gäste zu sich dirigiert, um mit wahren Freunden Geburtstag zu feiern. Man sagt bald, ich bin dein Freund. Das war in Sturmzeiten, in Championszeiten viele, die Schulterklopfer. Und die sind dann doch nicht wahre Freunde gewesen. Und heute hier? Ich glaube, ich hoffe, ich weiß es nicht. Ich glaube, heute sind wirklich Menschen da, die ihn mögen oder zumindest lustig finden und gern mit ihm sind. Die hätte ich aber auch nicht eingeladen, sage ich ganz ehrlich. Ich weiß schon, wer gegen mich war und wer für mich ist. So, das spürt man schon. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe viele Freunde. Trotz dieser Justizgeschichte, das hätte man nie gedacht, dass noch so viele Menschen sich Autogramme holen, Fotos machen und mit mir gern sprechen. Er war ehrlich auch zu mir immer, wenn irgendwas nicht passt hat, hat er es einfach gerade ausgesagt und das war eigentlich besonders, weil so kommt man durchs Leben auch, nicht einfach hinterrucks, sondern direkt gerade raus und da lernt man schon viel eigentlich von ihm. Die Tiefen vergessen wir, aber auch da ist es immer wichtig, dass man trotzdem irgendwo bei sich bleibt und man kann von jedem Menschen etwas lernen und auch von Hannes Kartnick. Jeder Mensch ist anders, aber wir haben was gemeinsam, das ist unser Temperament und das ist das, was uns immer zusammenführt. Ich glaube, das lieben die Menschen auch an ihm, dass er vielleicht auch manchmal etwas übertreibt, manche Menschen auch sogar beleidigt, aber er meint das nicht böse und die Menschen verzeihen ihm das. So sehe ich das, auch als Ehefrau, da besonders. Ich bin zwar jetzt 70, aber ich möchte gern 30 sein und die Erfahrung von 70, das wird das Schönste. Und was würden Sie anders machen? Etwas vorsichtiger sein.